Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stray. Ich musste gerade so spontan auch noch kurz unterbrechen, weil ich spontan Besuch hatte. Aber ja, läuft das Let's Play jetzt wieder weiter. Gegenstand verwenden. Wähle den Gegenstand. Komm, nutzen wir mal das Bild. Und? Funktioniert's? Nö. Müssen wir eben was suchen. Ja, stimmt. Wir sind hier gerade erst angekommen. Jo, diese Graffiti sehen richtig geil aus. Und hier geht die Treppe erst wieder hoch. Und wieder eine Zwischensequenz. Die U-Bahn. Bestimmt von den Menschen damals. Schau, das ist eine U-Bahn-Station. Ich hatte ganz vergessen, dass es diese Art von Transportmittel gibt. Man konnte damit überall in der Stadt hinfahren. Die Leute fuhren damit zur Arbeit. Ich habe sie auch benutzt. Jeden Morgen, nachdem ich mich von meiner Familie zu Hause verabschiedet hatte. Ich erinnere mich, ich habe das für sie getan. Aber jetzt sind sie nicht mehr da. Es ist schon so lange her. Sie wollten die Außenwelt sehen. Aber ist das überhaupt noch wichtig? Was ist mit ihnen passiert? Was ist mit all den anderen passiert? Jedenfalls sind wir jetzt in der Nähe des Stadtzentrums. Lass uns diese Clementine finden. Wir haben ein Foto von ihr. Das können wir einigen der Gefährten hier zeigen. Vielleicht können sie uns die richtige Richtung weisen. Ah. Bin auch schon kurz vorm Ende. So. Was ist das? Jo, einfach mal unterm Zug. Das ist ja richtig nice. Und hier geht's wieder nach oben. Wo ich will mich aber einmal im Zug umsehen. Miau. Okay, hier gibt es irgendwie nichts Interessantes, aber vielleicht oben irgendwie. Ne. Höher kann man auch nicht hin. Okay. Dann müssen wir halt hier weiter. Ja. Oh Mann. Was haben wir denn da? Na, wer bist denn du? Ledok. Okay, ich glaube, der kann gar nicht mal kommunizieren. So, hier können wir was merken. Es gibt so viele Bücher hier. Das Vermächtnis des Turing-Tests. Die Ethik der künstlichen Intelligenz. Einige davon erkenne ich wieder. Hatte ich eine Bibliothek? Ich erinnere mich, dass nichts so gut war wie der Duft von Büchern und das Umblättern einer Seite. Es war ein Gefühl, fast wie Trost. Ein Buch zu lesen war, als würde man Zeit mit jemandem verbringen. Und hops.
Tap, 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 tap. Okay. Warte, das will ich jetzt irgendwie sehen. Was passiert denn da? Friedensstifter 22106. Ihre Identität bitte. Kooperieren Sie oder wir müssen Sie ins Gefängnis überführen und rebooten. Oh. Oh. Was stolperst du über mich? Kannst du mich nicht sehen? Wie der auf einmal reagiert. Ich habe ihr schon fünfmal gesagt, Josh, dass du so nicht rumlaufen darfst. Das ist gefährlich. Hey, so einen Roboter habe ich noch nie gesehen. Du siehst so flauschig aus. Oh, es geht um das Mädchen, das auf diesem gesuchten Schirm gezeigt wird. Richtig? Du sollst jemand anders fragen. Ich bin hier zu sehr mit Josh beschäftigt, um irgendwas zu wissen. Okay. Und du bist wahrscheinlich Josh. Übersetzen. Keine Sorge wegen des Mülls. Die Neko Corporation kümmert sich um alles. Okay. Gibt es da hinten noch irgendwas? Boah, es wird auf einmal richtig spannend, finde ich. Und los. Was aber mit dem da? Den haben wir noch gar nicht gequatscht. Treffen. Modrin, bitte lasst mich in Ruhe. Ich bin nicht derjenige, nach dem ihr sucht. Wenn ihr nach Clementine sucht, versteckt sie sich bestimmt in der Residenz. Ah, okay. Residenz. Ah, na, hier können wir nur drauf. Ich dachte, wir können das jetzt übersetzen lassen. Oh, was gibt's denn hier? Ich finde das Miauen so süß einfach, wirklich. Oh. Du schon wieder? Na du? Oh, ich liebe das. Übersetzen? Der Zugang zur unteren Ebene ist aufgrund von organischen Lebensgefährlichkeiten eingeschränkt. Wird aus diesem Bereich entfernt. Ah, hier geht's in den Untergrund. Naru? Bonobot, hörst du das da unten? Diese Ebbe, diese Flut? Die Stadt verfolgt mich, sie verspottet mich. Oh, Clementine, ja, ich habe früher mit ihr rumgehangen, aber sie wollte weg. Sie war wie ein frischer Wind und dann spurlos verschwunden. Jetzt sucht man nach ihr. Das ist mir zu heiß. Psst. Hörst du das? Diese Ebbe, diese Flut. Okay. Oh, ja. Hier können wir wieder kratzen. Ja. Oh. Ey, ich feiere das auch, wie geil dieses Spiel gemacht wurde einfach. Übersetzen. Besuch, Clementine, Unruhestifter, Außenweltler, rebellisch, bitte jegliche Sichtung melden. Oh. Stadtzentrum. Ein Katzensprung, okay. Geile Errungenschaft wieder. Ja, dem juckt's nicht, dass ich da dran kratze. Bloody! Überleg mal, wenn ich morgen meinen Arm durch einen anderen Roboterarm ersetze und dann am nächsten Tag auf meinen anderen Arm,
und dann meinen Körper und so weiter, bis ich alle Teile ausgetauscht und meine Software aufgerüstet habe. Werde ich derselbe Roboter sein, mit dem du jetzt sprichst? Das ist eine interessante Frage. Also glaube ich dieselbe Theorie wie hier in der Serie WandaVision mit dem Schiff von Theseus, glaube ich, hieß das. Auf jeden Fall, wenn ihr WandaVision noch nicht gesehen habt, so, glaube müssen schon mittlerweile alle gesehen haben. Ist eine richtig geile Serie, zieht die euch rein auf Disney Plus. Komm, da muss mich jemand reinlassen, komm. Hey, ich gehe jetzt zur Arbeit, wir sehen uns später. Okay, Schatz, auch der Hut vor den Wächtern, sie verhaften schnell und ohne Grund. Mach dir keine Sorgen um mich, Kleines, mir geht es gut. Kommt da jetzt jemand raus? Okay. Kommt wahrscheinlich jetzt keiner raus. Kann ich da auch wahrscheinlich nicht rein. Podre, glaube ich, wird das auch schon. Dieser Gauner von einem Händler hat mir neulich eine defekte Batterie verkauft. Jetzt tut er jedes Mal, wenn ich ihn zur Rede stellen will, so, als würde er mich nicht hören. Wenn die Wächter nicht auf Patrouille wären, würde er auf einem Haufen Ersatzteile landen. Ich glaube, der ist selber defekt. Übersetzen. 2458 EDOC. Okay. Verstehe ich nicht, was das heißen soll. Warte mal. 2458, also 2458. Ja. 2458. 2458. So, 4, 5, 8, 5, 4, 2, EDOC rückwärts, Code. 8, 5, 4, 2. Abzeichen inspizieren. Katzenabzeichen, neuen Gegenstand Erinnerung. Nice. Okay, da hoch kann ich jetzt nicht. Ah, aber dafür hier. Und hier. Nein, da wollte ich jetzt nicht. Und dann dahin. Boah, das geht ja richtig hoch hier. Ja. Nein. Ja. Ah, da hoch komme ich nicht, okay. Dann gehen wir wieder runter. Moinsen! Der Club ist geschlossen, hau ab. Ach ja, wer bist du? Die Polizei? Alle sind auf der Suche nach ihr. Ich habe sie nicht reingelassen, wenn du das wissen willst. Okay. Aber zwischen die Beine so eine richtige Katze kann ich auch nicht. Oh, Klamotten. Ah, da ist jemand. Ossi, bist du einer dieser jungen Rabauken, die den ganzen Tag laute Musik hören? Pass nichts an, mach keinen Lärm und frag nicht nach einem Kredit. Wer sind die denn? Ihre Klamotten sehen furchtbar aus. Schick sie zu mir, falls sie trendy aussehen wollen. Okay.
Aha, hier kann ich auch noch kommen. Kann ich vielleicht auf das Ding rumlaufen? Ne. Aber da ist noch eine Tür. Da gehen wir auch mal rein. Okay, die Spiegelung sieht nicht so nice aus. ja. Okay. Katze ist Teil vom Spiegel. Ding statt einfügen. Wir brauchen eine Kassette dafür. Aber ich glaube, hier wollen wir jetzt auch nicht großartig viel. Gehen wir hier weiter. Ah, da haben wir das Symbol. Übersetzen. Zur Hölle mit den Wächtern. Lange Leben für die Außenweltler. Ich glaube, wir sind hier richtig. Irgendwo muss es hier vielleicht einen Weg geben. Ja, hier sieht so aus. Nee. Ja, hier? Nein, auch nicht. Oh, was haben wir hier? Kommt auch keiner. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht müssen wir hier. Ja. Und dann hier. Ah. So wird ein Schuh draus. Ja. Und hops. Und mehr, da können wir nicht hin. Da. Und hops. Und hops. Und hops. Taps, 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 taps. Taps, 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 taps. Da können wir nicht drauf, dann auch nicht dahin. Dann taps. Und taps. Taps und taps. Jo. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Irgendwie nicht. Dann müssen wir wieder runter. Boah. Die ist ja wahnsinnig, diese Katze. Boah, ich liebe trotzdem dieses Miauen, ey. Okay, da können wir nicht ankratzen. Okay. Ja, der stolpert auch fast über uns. Oh. Das ist ja richtig süß. Und wieder so schön am Schnurren. Okay, dann wieder runter. Oh, hier haben wir auch noch was. Den können wir treffen. Autsch, was ist das denn für ein komisches Gefühl? Slippy. Und hier haben wir der Friseur. Weißt du, Arbeit ist Arbeit, Slippy. Verliere nicht den Kopf darüber. Ach ja, Clementine, sie war einmal hier. Warum fragst du? Du hast ihre Adresse auf der Rückseite. Das Haus ist gleich rechts, wenn du meinen Laden verlässt.
Was ist das? Was ist das hier? Ich habe versucht, einen Zielbot runterzuladen, um der Beste bei diesem Spiel zu sein. Hab mir aber einen Malware eingefangen. Ich bin mir nicht sicher, warum, aber jetzt kommt mir alles schräg vor. Ratzenputer ist er. Oh, das ist? Ich habe jedes Spiel gemeint, dass das jemals gab, aber wie das hier funktioniert, kann ich dir echt nicht sagen. Kapier ich hier irgendwas nicht, richtig? Ich habe dieses Mädchen schon einmal gesehen, glaube ich. Sie sucht nach Informationen über alle möglichen sehr alten Gerätschaften. Seltsam. Und da müssen wir mal einloggen. Ja, zuerst das hier. Ja, komm. Egal, dann. Nein, ja, komm, nein! Komm, da rein, da rein, da rein, ja! Tipp, 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 tipp. Memov, von denen kenne ich nicht. Ich mag so ziemlich alles. Okay. Was darf es heute sein, kleiner Herr? Unsere Welt muss dir aus deinen kleinen Augen gigantisch groß vorkommen. Ich wünschte, ich könnte so klein sein wie du und neue versteckte Orte ausprobieren. Also, hä? Spiele ich jetzt doch ein Männchen oder wie? Oder wissen die einfach nicht, ob das ein Männchen oder Weibchen ist? Ist das ein Kater oder ein Kätzchen? Mein Lieblingsdrink ist Öl. Was ist deins, Memov? Na du? Hey! Das kann ich nicht umschmeißen, okay. Was haben wir hier? Okay, hier gibt es auch nichts Besonderes. Nee? Runter kann ich nicht. Boah, die ist so süß, ey, die Kleine. Oder der Kleine. Ist das nicht sowas von cool im Moment? So relaxed, dass uns nichts Schlimmes passieren kann. Jo heißt er. Oh ja, ich kenne sie. Ich habe sie früher oft gesehen. Ich glaube, sie wohnt hier in der Nähe. Sie hat immer davon gesprochen, die Stadt zu verlassen. Ich verstehe das nicht. Hier ist es auch toll. Warum weggehen? Pfeift. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich hier rein. Sojiro, mir gehörte mal eine Bar. Es war der gemütlichste Ort hier in der Gegend. Bis ich einen Schraubenzieher ins Knie bekam. Und jetzt ist sie geschlossen. Ist das eine Anspielung auch hier Skyrim hier? Ich war auch mal ein Abenteurer. Und dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Ist das nicht eine Anspielung darauf? Kommt mir irgendwie so ein bisschen vor. Auch wenn mich der Typ nervt, er ist mein einziger Kunde. Versuch bitte, ihn nicht zu vergraulen. So. Schicken Hut hast du da. Albert, warst du unten in der Stadt? Ich hatte dort einen Freund, Fifi. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Kann sein, dass Fifi vielleicht schon tot ist. Ich kann mir nicht erinnern, dass wir da einen Fifi gesehen hatten. Ach, wir sind wieder hier beim Türsteher.
Da waren wir jetzt. So, hier waren wir jetzt noch nicht drinnen, oder? Doch, hier, von hier kamen wir gerade raus. Dann müssen wir hier lang. Ah, die Musik wird jetzt spannend. Jenma, das Leben ist langweilig, seit die Wächter in unsere Residenz Kameras installiert haben. Okay. Simon, hey, diese Kassetten gehören uns. Weißt du nicht, dass man nicht klaut? Ich könnte dir eine geben, aber dafür müsstest du etwas für Jenma, Miko und mich tun. Die Wächter haben 3 Sicherheitskameras installiert, um uns zu überwachen. Das gefällt uns ganz und gar nicht. Kannst du sie uns vom Hals schaffen? Da kriegen wir die Kassetten, ne? Klar. Und das ist dann wahrscheinlich hier Miko. Hey Dumpfbacke, wir können dich auch sehen. Ah. Komm, das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Habe ich richtig Bock drauf gerade. Da oben ist noch eine. Und geil, wie der reagiert hat. Da ist noch einer. Und hops. Und hops. Dann muss hier, glaube ich, noch irgendwo einer sein. Und hier sehe ich den nicht. Oder? Ist da unten. Da ist einer. So. Hier. Und hopsala und haben wir erledigt. Oh, da ist noch jemand. 2 sogar. Lynn, was soll das heißen? Du hast deinen Charakterbogen vergessen. Ich habe die ganze Woche damit verbracht, diese Sitzung vorzubereiten. Tut mir leid, ich weiß nicht, wo ich ihn hingesteckt habe. Aber lass uns trotzdem spielen. Ich werde in diese Höhle gehen. Los geht's. So. Jo. Mit Simon sprechen. Gut gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Hier, nimm deinen Preis. Du hast ihn dir verdient. Neue Gegenstandung. Kassettenband. Ja, Mann. Dann ab zum Kleiderladen. Da war ja so ein Dings. Das müssen wir ja jetzt machen. So, wo war denn der Kleiderladen nochmal? Der war doch hier, ne? Ja, hier war der. Da haben wir es. Gegenstand einfügen. Da. Ja, okay. Das lassen wir mal. Moment mal. Der eine wollte doch, dass wir kein Lärm hier machen, ne? Da kommt er jetzt. Mit Ossi sprechen. Verdammt, wie schalten wir das Ding nur ab? Da gibt's hier bestimmt irgendwas. Nee. Okay. Okay. Das war dann wahrscheinlich nur so. Oh, was haben wir hier? Naru? Madby! Was kann ich heute Abend für dich tun, Chef? Kannst du mich nicht mit echtem Geld bezahlen? Was hast du davon? Echtes Geld kriegst du von mir nicht. Naje? Koni, weißt du was, mein Freund? Halt dich von den Wächtern fern. Sie sind bösartig und sie haben meinen Kumpel Pablo. Er hat 53 Jahre abzusitzen. Sei also vorsichtig.
Ich bin gerade in die Nähe des Aufzugs gegangen und wurde von den Wächtern angebrüllt. Seit Jahren wird uns gesagt, dass die Oberfläche unbewohnbar ist. Wir akzeptieren das einfach so als Tatsache, aber warum? Was ist das? Oh, was für ein schönes Foto. Ich glaube, sie kommt mir bekannt vor, aber ich kann mir nicht sicher sein. Meine Festplatte ist im Moment etwas lediert. Es tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann. Du sollst jemand anderen fragen. Okay. Was denn das? Okay, das sieht jetzt interessant aus. Thank you.